Oh Junge, welche Überraschung erwartet mich wohl diese Weihnachten? Ich hoffe, es ist ein Pony. In den USA ist die Kacke am Dampfen. Zwar hat Trump bisher noch keinen Atomkrieg mit Nordkorea angefangen, das ist die gute Nachricht. Dankeschön. Aber dafür hinterlässt die Trump-Regierung verbrannte Erde an anderer Stelle. Die Telekommunikationsaufsicht FCC hat die Netzneutralität in den USA gekippt. Von nun an dürfen amerikanische Breitbandanbieter bestimmte Daten schneller durchleiten, sie verlangsamen oder gar blockieren. Wer entscheidet in Zukunft, welche Seiten oder Angebote gut im Netz erreichbar sind? Also zum Beispiel, ob Netflix eine stabile Verbindung und scharfes Bild hat oder ob der Videoanruf bei Skype funktioniert. Da wir hier von den USA reden, dreimal dürft ihr raten, das Geld. Natürlich entscheidet das Geld. Gegen Extragebühren können sich Unternehmen die Bevorzugung ihrer Daten im Internet kaufen. Viele sprechen von einer Datenüberholspur, mit der finanzkräftige Firmen sich einen Vorteil gegenüber kleineren Konkurrenten verschaffen können, die sich diese Extragebühren nicht leisten können. Die Abschaffung der Netzneutralität ist das Ende der Gleichbehandlung von Daten im Netz. Und diese Entscheidung führt in den USA jetzt zur kuriosen Situation, dass die Inhalte des Internets nicht mehr für alle Nutzer gleich frei verfügbar sind, sondern dass einige wenige Unternehmen, einige wenige Netzanbieter darüber entscheiden können, welche Inhalte und in welcher Qualität sie ihren Nutzern zugänglich machen oder eben nicht. Dazu Timo Wölken für die SPD im Europaparlament. Comcast, ein bekannter Internetprovider, besitzt gleichzeitig den Fernsehsender NBC. Es ist doch keine große Logikleistung zu sagen, wenn Comcast möchte, dass die Kunden von Comcast den eigenen Fernsehsender NBC gucken, dann wird Comcast doch dafür sorgen, dass NBC besser zur Verfügung steht, dass vielleicht Konkurrenzprodukte gar nicht zur Verfügung stehen oder nur in schlechterer Qualität oder man dafür extra zahlen muss. Extra zahlen. Auf diesen Punkt kommt es an, und zwar offiziell. Die FCC, die Behörde, die das alles durchgesetzt hat, hofft ausdrücklich, dass die Abschaffung der Netzneutralität dazu führt, dass den Internetanbietern in den Vereinigten Staaten das Geld regelrecht hinterhergeschmissen wird von Unternehmen, die Angst haben, ansonsten von ihren Kunden nicht mehr sicher erreicht werden zu können. Die Hoffnung der FCC ist, dass die Internetanbieter das viele Extrageld nicht einfach einsacken und in höhere Bonuszahlungen für ihre Manager stecken, sondern dass sie die neuen Einnahmen ganz verantwortungsvoll in den Ausbau ihrer Netze investieren. Ob sie das tatsächlich machen werden und in welchem Umfang, das steht natürlich in den Sternen und kann man vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal beurteilen. Aber worauf sich die US-amerikanischen Internetnutzer jetzt schon mal gefasst machen können, sind steigende Preise für ihre Internetdienste. Und bevor wir uns in Europa darüber kaputt lachen, wie die Amis mit ihrem Netz umgehen und ihr eigenes Internet in eine Art Zweiklassengesellschaft aufteilen, mit potenziell riesigen Gewinnen für einige wenige Netzanbieter auf der einen Seite und massiven Nachteilen für kleinere Unternehmen und die Online-Nutzer insgesamt auf der anderen Seite, bevor wir uns darüber königlich amüsieren, sollten wir uns eine Sache vielleicht nochmal klar machen. Unsere großen Telekommunikationsunternehmen werden jetzt sicherlich in ihrem Lobbying massiv darauf hinwerben, dass sie dieselben Ausgangsvoraussetzungen bekommen wie ihre amerikanischen Konkurrenten. Das heißt, sie werden sich weiterhin vielleicht noch massiver für ein Ende der Netzneutralität in der Europäischen Union einsetzen. Fassen wir Pro und Contra nochmal zusammen. Auf der einen Seite führt die Abschaffung der Netzneutralität zu steigenden Preisen, gedrosselten Internetgeschwindigkeiten und weniger Chancen auf Innovation durch eine Benachteiligung kleinerer Unternehmen und unfaire Wettbewerbsvorteile für Großkonzerne. Auf der anderen Seite gibt es die vage Hoffnung, dass Netzanbieter vielleicht ihre Netze besser ausbauen könnten als bisher. Wow, was für ein Deal. The single worst deal I've ever seen drawn by anybody.